Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Tarkov geht weiter. Es ist jetzt eine Woche her, ich bin überhaupt nicht eingespielt. Ich habe ein paar Informationen in den YouTube-Kommentaren bekommen, wie ich in dieses Büro des Wissenschaftlers reinkomme. Und das werde ich jetzt probieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal den Schlüssel zu besorgen. Ich weiß jetzt, wo es den gibt. Oder eben durchs Fenster. Und das finde ich sehr spannend. Da würde ich am liebsten durchs Fenster reingehen. Einfach, weil ich es interessant finde. Jetzt habe ich hier. Ich habe Munitionsprobleme. Ich kann keine gute Munition kaufen für die Waffe, die ich gerne spielen würde. Deswegen gehen wir jetzt mit einer Shotgun und einer Pistole rein. Mal schauen, wie das gleich läuft. Und ich suche mal ein Spiel. Und ich habe die Aussage getätigt, dass der Koop-Modus, den man für einen Zehner dazu kaufen kann, wohl der PvE-Modus sei. Das ist nicht so. Der Koop-Modus ist was anderes als der PvE-Modus. Den PvE-Modus kann man aktuell noch nicht dazu kaufen für einen Zehner. Da habe ich mich vertan. Da habe ich die Informationen auf der Battlestate Games Webseite falsch verstanden. So. Wo sind wir denn hier? Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. What the fuck? War ich hier schon mal? Ah, okay, doch. Doch, ich weiß, wo ich bin. Oh. Kannst du bitte... Dann gehe ich halt hier durch. Okay, Boah, ich muss auf die andere Seite der Map, ne? Und es regnet. Ich hasse Regen. Das Maschinengewehrgebäude, genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Das eine Mal wurde ich richtig schnell weggesnackt. Bin hier natürlich jetzt auch nur mit der Shotgun unterwegs. Mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendwas Spaßiges. Auf jeden Fall ein bisschen Zeug mitnehmen. Zigaretten, immer gut. Der gute Schokoriegel. Ich muss ins Büro des Wissenschaftlers. Die letzte Mission hier auf der Map, glaube ich. Ich habe ein bisschen Bammel, hier über die Straße zu laufen. Einfach so. Hier war rechts war auch irgendwo was. Rechts waren auch Steps. Ich weiß mittlerweile, wo der Schlüssel ist. Es wurde mir gesagt in den Kommentaren, aber ansonsten hätte ich den Tipp auf jeden Fall angenommen. Aus dem Chat hier an der Stelle vom Joker. Ich habe doch hier gerade rechts Step gehört. Wo ist der Bazi? Ich habe halt auch nicht ewig Zeit, ne? Hey, Flosan, danke für den Follow. Da.
Kannst du bitte umfallen? Danke. Auch eine Shotgun. Die Videos auf YouTube gefunden und dachtest, du guckst mal rein. Nice. Dankeschön, Flosan. Das freut mich. So, jetzt rüber hier. Okay, ich komme hier nicht durch. So, hier hinten habe ich schon mal einen stehen gehabt. Nee, alles gut, okay. So, zügig zum Wissenschaftler und ab in sein Büro. Scheiße, hier sind zwei. Wo ist der andere? Kannst du bitte mir nicht auf meinen Kopf schießen? Danke. Ich dachte, ich hätte rechts auch noch Steps gehört. Aber anscheinend hat mich das Spiel getrollt. Na gut. Ich habe auch noch keine anderen Schüsse gehört, ne? Ist der, hat er sich hingelegt oder ist er tot? Er hat sich hingelegt, der Hund. Könntest du bitte umfallen? Danke. Schwere Blutung, ganz schlecht. Scheiße, ich habe nichts für eine schwere... Doch. So, bevor ich mich weiter heile, will ich jetzt hier rein. Der hat, glaube ich, eine SKS. Oh! Bisschen in Sicherheit begeben. So. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Einmal das fixen. Shotgun ist schon cool, aber auf eine gewisse Entfernung eher mies. Jetzt habe ich nichts mehr für eine schwere Blutung. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich darf jetzt keine schwere Blutung mehr bekommen. Aha, da sind jetzt Schüsse. Ich glaube, der eine hatte eine SKS. Ich brauche irgendwas für Entfernung noch. Wäre natürlich cool. So, ich hole mir jetzt diesen Schlüssel, der ist angeblich beim Wissenschaftler. Wie schon gesagt, ich habe natürlich dummerweise ihn nicht durchsucht das letzte Mal, als ich hier war. Ja, guck mal.
Ich würde aber den cooleren Weg wählen wollen. Ich hätte nämlich Lust, mir das mal anzugucken. Wie das läuft, wenn man durchs Fenster geht. Können hier oben Scavs oder sein oder sowas? Ich weiß es nicht. Hier gab's Heilung, hier drin. Bin natürlich auch ein Depp. Ich mache erst die Tür zu und guck dann, ob Leute im Raum drin sind. Ah, guck mal, ein Saleva, ein Cat, jawohl. Jetzt habe ich auch was gegen schwere Blutung. Nice. Joker im Chat meint gerade. Wir können keine spawnen. Aber es könnten natürlich PMC-Bots hier sein. So, wie wäre denn der Weg hier durchs Fenster? Wahrscheinlich hier. Boah, das ist natürlich ganz wilde Nummer. Das ist mir, glaube ich, zu viel Risiko. Lass mich rein! Danke. Okay, doch, es geht. Geht. Kann man schnell um die Ecke. Da unten war ein Scav. Hier rechts unten. Der hatte schon auf mich gefeuert. So, jetzt gibt es hier, glaube ich, irgendwo eine Festplatte oder sowas. Oh, geil, ein Feuerzeug brauche ich zum Ausbau vom Versteck. So, welche? Eine Kreditkarte. Nö, darf ich nicht nehmen. Ah, hier, guck mal. Die? Ja, die. Wunderbar. Nice, gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Da draußen wird jetzt rumgeballert. Ich will natürlich eigentlich schauen, dass ich jetzt hier zügig rauskomme. Welche Ausgänge habe ich denn? Einmal kommen. Der ist da hinten. Sonst irgendwas Spannendes hier? Oh, shit! Ich sollte natürlich ab und zu mal die Shotgun nachladen. Da macht's auf einmal klick, klick. Oh Mann, einfach. Oh Scheiße. Einfach mit der leeren Shotgun um die Ecke pieken. Du hast eine PPSH. Die will ich nicht. So, ich würde jetzt mal noch versuchen, ob ich an die
an die SKS rankommen, die ich glaube gesehen zu haben. Kannst du, warum lebst du noch? Würde der Herr bitte umfallen? Sag mal. Also so schlimm kann doch die Shotgun jetzt auch nicht streuen. Danke. Ist hier noch irgendwo einer? Da hinten waren immer ein paar. Okay, hier war irgendwo der Kill, bei dem ich glaube, eine SKS gesehen zu haben. Der hier, ja. Ist eine SKS, glaube ich. Oder? Ja, sieht so aus. Nee, ist eine Mosin. No! Wenn ich sterbe, ist die Festplatte weg, ja. Das stimmt. Ist natürlich ein Questgegenstand. War hier noch näher einer? Nee, nur der da hinten. Was hat er? Auch keine SKS. Schade. Was hast du? Noch eine Shotgun. Ja, dann nehme ich die jetzt mal mit. Hätte gerne seine Shotgun-Munition noch. Hast du ihn meine? Weiß ich gar nicht. Okay. So ist der Emmercom-Ausgang. Ist das das hier? Oder ist das der da hinten? Kumpel, bitte lassen Sie das. Ich glaube, der Emmercom-Ausgang ist der hinten. Ah ja, Scav-Control-Punkt ist das hier. Warum habe ich jetzt hier wegen dem Feuer? Oh, da hinten sind zwei Boys. Ihr seid PMCs. Glaube ich.
ASVAL. ASVAL habe ich, glaube ich, schon im Inventar eine. Okay. Der andere. AK-74M. Aber die ist halb am Arsch. Eine Torweste. Weiß ich auch nicht. Mein Inventar sieht gerade wild aus hier. Ah, komm. Ja, dann hau ich die weg und nehme dem seine AK mit. Ja, ich habe da nämlich gerade Steps gehört. Frage, wo? Ja, raus hier. Raus hier, raus hier. Hier finde ich bestimmt noch irgendeine kleine Heilung, die ich mitnehmen kann. Ja, ein CMS. Und dann hätte ich am besten fände ich jetzt noch ein. So ein großes, so ein Salewa, aber ist mir nicht vergönnt. Let's go. Nice. Ah, das war doch mal ein erfolgreicher Raid hier an der Stelle. Stark. Gut. Gucken wir mal, was hier noch die Tabelle sagt. Oh, da habe ich wohl ein. Wann habe ich. Okay, das sind die letzten beiden. Wann habe ich einen Bär noch gekillt? Lol, dann. Bei 18 Minuten 50, kurz vor den beiden. Dann war der eine, der in der Entfernung war, auch ein PMC-Bot. Ja, witzig. Ansonsten nur Scavs, insgesamt 12 Kills. Das ist doch recht gut gelaufen. YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.